Herzlich willkommen zur Folge 0 zum Bettmaster. Was ist der Bettmaster? Wie ist das alles entstanden? Und so weiter. Wir haben viele Fragen rund um den Bettmaster. Einige davon hat mir Erik, mein Gast, heute mitgebracht. Hallo Erik. Hallo, und die werden heute ganz prägnant, ganz kompakt beantwortet. Frage Nummer 1. Warum möchtest du das Online-Tool Bettmaster einführen? Ich möchte natürlich jedem die gleiche Möglichkeit geben, die ich auch schon seit über 30 Jahren, seit ich das mache, die Möglichkeit geben, sich die Spiele selbst zu berechnen, alle Quoten, die für die Fußball oder vielleicht auch später andere Sportarten, die Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, die Quoten berechnen zu können und dann eben auch selbst erfolgreich wetten zu können. Wie kommt es jetzt, 2021, nach fast 30 Jahren, dieser Gedanke der Umsetzung wirklich Realität wird? Also tatsächlich habe ich die Idee immer mit mir getragen, dass man das halt auch für jedermann machen könnte. Ich habe ja auch so mit meinem alten Bettmaster-Tool, was ich halt tatsächlich vor über 30 Jahren entworfen habe, habe ich ja schon viele Jahre selbst gearbeitet und habe eben das immer, habe ja damit auch erfolgreich gearbeitet. Das heißt also, es war nicht unbedingt nötig. Die Idee war immer da. Irgendwann dachte ich, Mensch, die Zeit ist reif. Ich kann es jedermann anbieten. Das Kind heißt Bettmaster. Woher kommt der Name? Also ich arbeite mit einem Kollegen, Softwareentwickler, auch schon seit fast genauso lange zusammen, wie das Tool existiert. Seit 28 Jahren, könnte man sagen. Und der zeichnet sich sonst gar nicht durch übertriebene Kreativität aus. Aber hier hat er mir einfach diesen Namen mal präsentiert. Hier ist der Bettmaster. Und dann ist er so in die Geschichtsbücher eingegangen, ne? Demnächst. Das Tool ist ja nicht für dich, sondern es ist für andere. Jetzt Idealfall, Traum, wie viele Leute sollen das Tool eines Tages nutzen? Ja, 16 Millionen etwa, habe ich mir gedacht. Also es hat natürlich mehr Potenzial, das ist klar. Aber die 16 Millionen ist dann erstmal so die angestrebte Mindestgrenze. Nein, es hat wirklich das Potenzial, dass jeder, der im Sportwettenbereich tätig ist, damit etwas machen kann und das nutzen kann und eben auch wirklich auf ein hohes Level kommen kann, wie dann sich der Markt weiterentwickelt. Ob dann das, ob man dann jeder gewinnen kann, ist natürlich ein bisschen unrealistisch, aber es ist die Möglichkeit ist da, das Potenzial ist da. Letzte Frage, für welche Ligen, für welche Sportarten soll der Bettmaster eingesetzt werden können? Tatsächlich ist jetzt so, dass ich mich mit Daten beliefern lasse. Das hat sich halt alles geändert. Früher habe ich alles händisch eingegeben, habe ich auch bis vor kurzem noch gemacht. In den Bettmaster werden weltweit Daten geliefert, auch mit Spielstatistiken, mit allem. Und man hat da also ein unbegrenztes Potenzial, zunächst auf Fußball bezogen. Das haben wir ja erstmal eingeschränkt. Es hat angefangen mit Fußball. Wir gehen natürlich hier auch an den Start mit Fußball. Weltweit alle Ligen, man kann das Paket auch noch erweitern, das heißt also 300 Ligen, glaube ich, oder Länder mit Ligen, mit Unterligen noch, wo alles jetzt schon Daten erfasst werden. Das kann alles rein, man kann das sofort die Einstellung machen und damit loslegen. Und für die Zukunft sind natürlich auch Erweiterungen auf weitere Sportarten. An erster Stelle haben wir jetzt Basketball genannt, es ist ja auch Handball genannt, weil die Algorithmen funktionieren genauso. Eishockey, dann können wir auf Tennis, Darts und so weiter, auf andere Sportarten gehen.